Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel P. Ort. Ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir also nicht Monstro betreten. Wir wurden von einem Wal namens Monstro gefressen. Oh, super. Wir sind jetzt in Monstros Welt und wir gehen jetzt zu seinen Damen, weil Pinocchio ist da drinne und schreit. Und wir haben Rico hier drin getroffen. Und Geppetto. Und Bosskampf jetzt. Hi. You up for this? No problem. Let's do it. Wupp. Einfach reingehen und kaputt hauen. Ich bin doch schon dabei. Ja, warum machst du so einen Dreck? Muss es ja unbedingt immer weiter reingehen, ne? Ja, Tech, noch ein Tech-Punkt, dann Goofy ein Level ab. Er baut nur noch einen Erfahrungspunkt jetzt, glaube ich. Alter. Wo ist das? Ach man. Na, sag ich doch. Oh, endlich mal MP. Oh, ja, ich wollte schon sagen. Wird langsam knapp. Mein Gott, der hat so ein Kack. Angriffsmuster, ne? Ja, sehr schön. Nom, 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 nom. Bros, forever. What? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie das Viech übrigens heißt. Wie hat Schamane erlernt? Okay, cool. Wo ist das Viech jetzt? Ich meine, der hat den da reingespuckt, aber trotzdem. Das Ding hing noch an der Decke. Ruf von MP-Leiste steigt. Okay, das könnte. Aber jetzt noch nicht. Tun wir mal ein bisschen hier. Sortieren, nachgerüstet. Ich habe noch einen, ich könnte theoretisch Combo Plus reinpacken oder Ratze, Fatze. Aber das war das. Muss nicht unbedingt. Oh, blauer Triotisch. Stimmt. Pinocchio! Pinocchio! Please, give me back my son! Sorry, old man. I have some unfinished business with this puppet. He's no puppet. Pinocchio is my little boy. He is unusual. Not many puppets have hearts. I'm not sure. But maybe he can help someone who's lost theirs. Also, yeah. Wait a minute. Are you talking about Kairi? What do you care about her? Ich verstehe den nicht. Weißt du, der Sora redet die ganze Zeit davon irgendwie, dass der Rico und Kairi gesucht hat, ne? Die Gruppe kann Gruppenmitglieder unter Gruppe im Ability-Menü ausrüsten und Donald freut sich gerade voll. Donald, hör auf! Stop it! Ah, bitte! Ah. Ich verstehe nicht, wie der auf die Idee kommt, ey. Ist er echt so manipulierbar? So, wir haben Sportsmeid übrigens bekommen, damit können wir höher springen. Cool, wa? Whee, jetzt kommen wir einfach hier hoch. Also, so redet die ganze Zeit davon, hey, hast du Kairi gefunden? Also, ich weiß nicht, wie der auf die Idee kommt. Ist er echt so manipulativ? Wurde er echt so manipuliert? Okay, aber in den anderen Spielen ist er wesentlich interessanter, also Rico. Aber hier macht er einfach keinen Sinn.
finde ich. In anderen Spielen hat er mehr Charakter. Aber hier macht er echt noch gar keinen Sinn. Deswegen schaut andauernd drauf rumhacken werde. Auf alles, was er irgendwie macht. Nur so nebenbei. Was hat er schon gewohnt, hoffentlich. Wo war der blaue Triotech? Da unten, oder? Goofy ist ja hochgekommen. Donald. Das ist ein blauer Triotech gewesen. Da, ne? Jo. Bams. Oh, fast alle blaue Triotech schon. Nein, das Geld landet im Wasser. Und ist somit weg. Was ist das denn? Ich komme da nicht dran. Mein Gott. So, mit Sportsfreund können wir ja auf jeden Fall erstmal einige Orte hier erkunden, die wir vorher nicht erkunden konnten. Aquamarin ist, glaube ich, wieder ein Beschwörungsstein. Also ja, mit Sportsmann sind wir auf jeden Fall schon mal gut gewappnet hier. Das war knapp. Bum bum. Noch mit Amatina, wie viel hat der denn gefressen, Mann? Es ist also jetzt hier wissenschaftlich bewiesen. Wale fressen Hunde. Da, wir machen jetzt einfach hier die Welt zu Ende. Weil Spoiler, ihr werdet es gleich zu Ende. Ich muss aufhören damit. Das rutscht mir immer so aus. Ja, Kingdom Hearts ist bis jetzt das bequemste Let's Play von allen. Weil ich immer genau weiß, wann ich einen Schnitt machen muss. Weil ich so richtig gut einschätzen kann. Ob man dann, wie lange ich brauche für irgendwas. Und so. So ja, richtig bequem. Weil du so. Hör auf die Hochzeit die ganze Zeit. So. Ich will ein Triotech hier haben, danke. Buff. Ja, wenn wir alle mobile Fähigkeiten haben, dann können wir mal alles erkunden in ganzen Welten. So. Nein, danke. Magen. Ah! Ja, schon anfangen. Gleich. Hey, let Pinocchio go, Riku. A puppet that's lost its heart to the heartless. Maybe it holds the key to helping Kairi. How about it, Sora? Let's join forces to save her. We can do it together. What? You'd rather fight me? Over a puppet that has no heart? Heart or no heart, at least he still has a conscience. Conscience? You might not hear it, but right now it's loud and clear. And it's telling me you're on the wrong side! Then you leave me no choice. Pinocchio! Pinocchio! Kimmy, I'm not gonna make it. Oh! I guess I'm okay! Jetzt hält das bitte schön als Lüge! Huh? So, der erste Kampf ja schon ganz schön schwer war, sag ich mal. So hat Gefühl, der Kampf wird jetzt auch verdammt schwer. Ja, die grüne Grütze darf ich uns nicht reintreten, weil die vergiftet uns. Geil, ja? So, geil. Ihr packt sich da an. Sportsmann kommt doch jetzt gut daran. Boah. Gib mir das. Der gibt mir das nicht.
Dann machen wir mal den hier. Ich bin nicht so sicher, wenn ob ich das schaffe. Ohne. Vielleicht das erste und letzte Mal, als ich das benutze. So ein langweiliger Boss, ehrlich gesagt. Macht nichts anderes als einfach so Schlag, Schlag. Oh, schon vorbei. Aua. Mein Gott, Donald, du hast noch so viele MP. Gib mir was davon. Ja, ich wusste es. Okay, ich glaube, der Angriff war sehr gefährlich. Ich glaube, der konnte aber einen vergiften. Als Beispiel bin ich ihn ausgewichen. Zum Glück wäre ich nicht instant online vergiftet. Ich die Dinger da berühre den Boden. Und Donald. Da wird hier nichts. In dem letzten Play habe ich das Gefühl mit dem. Bams. Zum Techpoint hier fahren. Ach man, das war knapp. Oh nein. Oh, der hat mich da erreicht. Ach, jetzt muss ich wieder den Triotech aktivieren, ne? Boah, ich hab doch Dreieck gedrückt, Mann. Boah, gehen wir einfach da hoch. Bin vertagt. Man leckt mich doch an. So kann man seine MP auch schon vorm Kampf verballern. Gut gemacht. Weißt du, dann muss ausgerechnet natürlich diesen beschissenen Angriff machen, ne? Während ich gerade voll wenig AP habe, ob ich nicht mit Vita heilen kann. Ach, Donald. Oh, das war knapp. Ja, danke. Und ich bin vergiftet. Geil. Oh, nee. Okay, ich bin nicht vergiftet. Diesen Angriff kann ich nicht ausweichen. Beim zweiten Mal macht er... Boah. So, rein da. Na, Donald, du hast natürlich wieder keine MP und bist wieder tot. Ich hab geblockt. Weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Nein, schaffe ich auch alleine, wenn es sein muss. Will ich aber nicht. Au. Der echt nichts macht, ne? Wenn ich nicht da bin. Nämlich irgendwie ein Cubey aus Madoka Magic Card Gesicht. Was der macht. Ah. Oder? Die Farbe auch ein bisschen vom Kopf. Ja, gut gemacht.
Oha. Oha, Mann. Warum zieht denn der so viel ab? Muss schon noch einmal kaputt gehen hier so. Komm schon, ich hab dich gleich. Bam, bam, bam. So. Was? Dreht er sich einfach da um? So, jetzt aber. Komm her. Bam. Abwehrkraft. Kräuterschutz. Was? Evolution. Das sind wieder Final Mix Sachen, glaube ich. Die meisten davon kenne ich nicht. Kraft der Zeit erhalten. Stopp erlernt. Cool. So, Kairi's like a lifeless puppet now? Precisely. And her heart was... taken by the Heartless, no doubt. Tell me, what can I do? There are seven maidens of the purest heart. We call them the Princesses of Heart. Gather them together, and a door will open to the heart of all worlds. Within lies untold wisdom. There you will surely find a way to recover Kairi's heart. Now... I'll grant you a marvelous gift. The power to control the Heartless. Soon, Kairi. Soon. Da geht ein ziemlich verdrehter Plan vonstatten. Was? Nein. Gesundheit. Ob Geppetto und Pinocchio heil davon gekommen sind? Hoffentlich konnten sie sich irgendwo retten. Riku. Ja. So viel dazu. Und ja, wollte schon sagen, wir landen jetzt in Agrabah. Dann gehen wir mal. Bin mir nicht sicher, was wir jetzt machen sollen. Ich bin im Umgang mit Magie schon viel besser als du, Donald. Quatsch, bei dir ist doch alles nur Hokuspokus. Vielleicht solltest du mal wieder zu Merlin üben gehen. Die einen damit immer sagen wollen, ah, du hast einen Beschwörstein, gib den ab. In der Arena des Olymps findet zurzeit ein Wettkampf statt. Wer als Sieger hervorgeht, erhält etwas besonders Tolles. Ja, das machen wir aber noch nicht sofort, habe ich so das Gefühl. Irgendwie höre ich nichts, wenn ich jetzt hier wechsle. Normalerweise kommt da immer so ein Pum, Pum, Pum. Aber man hört jetzt hier gar nichts. So, ich würde sagen, wir gehen mal nach Traverse. Den Beschwörstein abgeben und höher gelegene Orte. Ich glaube, da gibt's nichts. Versuche jetzt ja alles in meinen Kopf so durchzugehen. Wo kommt man jetzt hin mit Sportfreund? Gehen erstmal in den Accessoire-Laden. Vielleicht kann ich auch ein paar bessere Sachen jetzt herstellen. Und die ganzen neuen Abilities mal nachgucken. So Evolution und was weiß ich. So, Kräuterschutz. Feinde können dich beim Wirken von Vita nicht unterbrechen. Geil. Aus damit rein. Ach, das war noch ein
Machen wir Berserker raus, solange. Weil das ist sehr hohe Priorität hier. Charmeur, warum nicht? Ist ja nichts anderes. Charmeur, Schamane. Nutzt MP, um die Gruppe um 30 Lebenspunkte zu heilen. Hilfsfähigkeit kostet 3 MP. Hat er überhaupt so viel? Ich glaube ja, ne? Okay, warten wir. Bist du genug MP hast? Viel Geld habe ich überhaupt. Schade. Ich dachte, ich könnte dieses Ding im Massesvark-Laden kaufen. Bitte sag mir, ich kann irgendwas herstellen. Irgendetwas, kommt schon. Hey, eine Hütte. Kann ich jetzt irgendwas herstellen? Was Neues? Yay, ein Engelsreif. Na, später und Lunastein, warum nicht? Irgendwas hergestellt. Maximum LP und Abwehrkraft steigen. Ja, das könnte Donut gebrauchen. Oh, steigen sogar gar nicht mal so schlecht. Also fast so viel wie ich jetzt. AP, Angriffskraft und Dingens steigen geringfügig. Oh. Hallo. Alle Feuer- und Dunkelschäden. Ja, nehmen wir das. Und das hier tun wir. Ja. Okay, jetzt haben sie beide ein bisschen mehr Lebenspunkte. Und dann gehen wir mal kurz hier raus, weil hier gibt's noch. Oh, ich kann mir vorstellen, wo jetzt die letzte Postkarte ist. Suddenly House. Geppetto. Geppettos Haus. Pinocchio? Hey, du bist es, Sora. Oh, hallo, Sora. Wie seid ihr hergekommen? Keine Ahnung. Ein Mann namens Leon hat uns geholfen und uns dieses Haus besorgt. Er hat sehr viel für uns getan. Ich weiß nicht, wie ich das hier gut machen kann. Ich habe gehört, dass ihr drei die Herzlosen bekämpft. Ich habe das hier gemacht. Vielleicht nützt es euch. Geppetto-Mobil halten. Für uns? Ja, natürlich. Pinocchio und ich sind euch zum Dank verpflichtet. Wir würden alles tun, um euch zu helfen. So, ich möchte mal ganz Spezielles suchen. Wunschgestirn. Her damit. Ich habe das aber nicht stärker, als was ich jetzt habe, ne? Vernichtenden Volltreffer. Nehmen wir das mal. Ich hoffe, das bringt's auch. Postkarte halten. Din, 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 din. Der Goldfisch. Ich weiß nicht, warum ich das immer so betone, wenn ich den sehe. Oder sie. Ich werde brav sein, auch ohne Geminis Hilfe. Ja. Geppetto. So, war sie mal, was ich gebaut habe. Zit Spezial. Hier für dich. Umdreh. Umdreh. So, was ich mal, was ich gebaut habe. Kaktor halten. Hier für dich. Umdreh. Die Umstände sind sehr eigenartig. Ich würde gerne mit ihnen experimentieren. Okay. Dun, 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 dun. So, dann haben wir auch alle Postkarten hier endlich. Schickte Postkarten 10. Schutzengel halten. Die 10. und letzte Postkarte ist raus. Hurra! Mehr nicht. Ja, okay, ein Schutzengel, das ist nicht schlecht. Aber trotzdem. Trotzdem. So, wo können wir denn noch für die nächsten 3-4 Minuten hin? Tor zur Welt. Das Turnier werde ich auf jeden Fall nicht schaffen. Wir können in Agrabah aber mal ein paar Sachen gucken. Da kannst du jetzt auf den Dächern überall jetzt hin. Suchen wir mal so die letzten Sachen. Wenn man mal für die letzten 5 Minuten, dann habe ich auch für heute genug aufgenommen. Ganze 5 Parts, also 2,5 Stunden. Allerdings Haus, ja.
ich für die ganze Woche gewappnet bin. Ja. Reicht ja wohl. So. Hier, glaube ich. Weil dank Sportsweit können wir jetzt überall hin, fast. Wow, das war knapp. Hätte da Martina noch abgeben können. Vitrilla, ach. Ist mal so ein Downer. So. Bitch, please, ich mach da trotzdem auf. Dunkelmaterie. Bams. Ja, ich glaube, der Volltreffer Plus bringt es auf jeden Fall. Müsste ja eigentlich drauf sein, ne? Oh, hier sind wir. Cool. Ach man. Geh mal kurz weg. Ich muss hier mal die Truhe öffnen. Danke. Unterhalten. So, was ist dunkle Materie nochmal? Von nur irgend so ein Zeug, ne? Okay, Seltenheit sehr hoch. So, noch hier vor dem Palast. Dann reicht das auch. Guck mal, wir kommen jetzt ja einfach hoch. Psst. Stylisch. Also man, ja, man kann ja hoch, weil ja, aber ich glaube, da hinten komme ich durch. Die Raden. Martina. Ja, ja, da komme ich nicht hin. Wir machen nochmal den hier platt. Sehen wir mal, wie viel AP der hat. Er muss ja, glaube ich, auch irgendwas hinterlassen, ne? Ja, okay, ist gut. Ich meine, Matthias ist jetzt. Soll ich mich denn hier bewegen, Mann? Oh, damn it. Ich glaube, wenn ich den angreife, macht er halt eher, ne? Mann. Boah, ich komme mit der Ding ist nicht zurecht. War doch knapp. Komm mit dem Dreck. Ah, oh, jetzt machst du. Ja, tschüss. Bist du blöd, der Gegner. Im Moment. Ja, zieh viel ab mit dem Ding. Ich nur einen Angriff runter. Reicht schon. Oh, dann würde ich denn sagen, wir beenden den Part hier und gehen in der nächsten Folge. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Machen wir einfach weiter in der Story erstmal. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ich beende Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bleibe mich als Short und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.